Jetzt auf unseren Rubbeln-Button klicken in dem Losfenster wird in der Action-Perform-Methode von unserem Action-Listener eben dieses hier ausgeführt. Dieses getActionCommand equals Rubbeln, weil das ist das, auch das Action-Command für den Button. Und dann rufen wir die Rubbeln-Methode in unserer Main-Controller auf. Also die steuert ja auch alles, deswegen reichen wir das dann gleich zurück weiter an die Main-Controller mit: Kümmere dich mal darum, hier wurde irgendwie gerubbelt, so nach dem Motto. Das sehen wir dann hier. Wenn wir diese Methode aufrufen, wird erst ein Zufallswert geworfen zwischen 1 und 0, und der größer als 0,5 ist, das ist dann Zeile 19 hier, dann gewinnen wir eben, ansonsten verlieren wir. Dann rufen wir halt Methode Gewinnen oder Verlust auf, die sich dann um das Gewinnen und Verlieren kümmern. Also wenn wir gewinnen, gehen wir auf unsere Entity-Klasse zu und speichern eben den Gewinn. Wenn wir dann auch rufen Start. Inkrementiere Gewinn. Die macht ja, wir erinnern uns, nichts anderes als Gewinn um 1 erhöhen. Und bei Verlust erhöhen wir eben Verlust um 1. Das ist die hier. Und jetzt müssen wir noch das GUI aktualisieren. Also nehmen wir uns unseren Frame her. Das ist unser Hauptfenster. Und sagen unserer GUI, ja, hier, du musst Gewinn neu setzen. Und zwar mit dem aktuellen Wert. Den kannst du dir holen aus der Entity-Klasse, und zwar mit getGewinn. Also unsere aktuelle Gewinnanzahl soll einfach neu gesetzt werden. Insofern macht unsere Main-Control-Klasse da dem Namen alle Ehre und delegiert eben nur Aufgaben und sagt hier, du hol neuen Wert, und zwar von dem da, der kennt den. Das gleiche gilt eben für Verlust. So, damit haben wir eigentlich alle Klassen mal gesehen und gucken uns das Ganze nochmal im Überblick an, wie das jetzt genau nochmal so abläuft an einem Beispiel. Wir starten unser Programm. Da wird als erstes die Public Static Void Main aufgerufen. Die erzeugt erstmal eine neue Instanz von unserer Main Control Klasse und nennt die Core. Das bedeutet, dass als nächstes der Konstruktor der Main Control aufgerufen wird. Das ist dann dieses hier. Das erzeugt schon mal ein neues Fenster, neues Hauptfenster, und nennt es Frame. Das heißt, wir haben schon mal den Schritt getan, dass wenn wir starten, erstellen wir ein neues Fenster mit unseren drei Stapeln und unserer zu dem Zeitpunkt leeren Text Areas. Jetzt warten wir darauf, dass eben der Benutzer entweder das Programm wieder schließt oder zum Beispiel auf unsere Buttons klickt, einen der drei. Listen Adapter hier. Dann würde eins dieser drei Action Commands abgeschickt. Machen alle drei dasselbe, ist also nur Kosmetik, dass hier drei Buttons sind. Die erzeugen alle einen neuen Loseframe. Dann erstellen wir einen Loseframe und der Benutzer kann entweder das Fenster wieder schließen oder er kann auf unseren Button klicken und damit sein Glück beim Rubbeln versuchen. Wenn er das tut, wird hier Action Command Rubbeln abgeschickt an unseren Action Listener. Der bekommt es dann. Sagt dann unserer Main-Control-Klasse, ja, hier, kümmere dich mal darum, hier wurde irgendwie gerubbelt, da muss jetzt was gemacht werden. Also bekommt dann hier die bekommt dann hier, wird die aufgerufen, dann wird der Zufallswert geworfen, Gewinn oder Verlust aufgerufen, je nachdem, und dann wird eben, wie wir gerade schon gesehen haben, der Wert jeweils inkrementiert, was wir gerade haben, und das GUI aktualisiert. Und dann warten wir auf den nächsten Klick oder eben aufs Beenden des Programms. Und weil eben hier auch das GUI wieder gesetzt wird, haben wir so einen schönen Kreislauf, dass wir in dem einen, in dem Loseframe quasi klicken, aber der Action Listener gibt es eh nur an die Hauptklasse weiter, an die Control Klasse, und die kümmert sich dann darum, dass dann in der Entity Klasse schon gespeichert wird und am Ende das GUI aktualisiert wird und dies und jenes. Dass wir da im Endeffekt mit zwei Fenstern arbeiten, ist uns im Prinzip vollkommen egal. Damit neigen wir uns jetzt dem Ende entgegen, da ich jedoch denke, dass beim Mitsehen dieses Programm jetzt nicht so einfach zu durchschauen sein wird stellenweise, lade ich den Quelltext noch mit hoch und verlinke das dann da rechts bei weitere Informationen, oder wie das da heißt. Ansonsten ja, habe ich mich eben über relativ viele Rückmeldungen gefreut, und wenn ihr Ideen oder
Fragen oder Wünsche oder sonst irgendwas zu Tutorials habt, könnt ihr mir einfach eine PN schicken und dann gucke ich mal, was sich da machen lässt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.